Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute geht's gegen Schalke, auf Schalke, diesen Fünfter. Wir natürlich immer noch Erster nach diesen grandiosen Auftritten. Das ist unsere Startformation. Boat Hus braucht erstmal ein bisschen Pause, sitzt zwar auf der Bank, aber der ist halt noch ein bisschen, da fehlt die Kondition, der ist nicht ganz fit. Deswegen, das ist unsere Startformation. Wenn euch das Ganze gefällt, Freunde, lasst doch gerne auch ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich freuen. 200 Siege auf dem Konto. Kommt heute Sieg Nummer 201 dazu? So, also Lassen sich 200 das Siege sehen. haben wir Wir schon. zeigen sie Ihnen live bei EA Sports. Liebe Und Fußballfreunde, herzlich jetzt willkommen zu diesem Spiel. viele Ballverluste jetzt hier gerade im Mittelfeld. Silva könnte Ein da Pass jetzt nach mal vorne. Eliot schicken. Der mit der Flanke und Silva mit dem Kopf. Und da ist das 1:0 gut gemacht. Silva leitet selber den Angriff ein und der mit dem Kopf in Pfosten, ein bisschen Glück dabei. Weiß das Tor, 1:0, hier dann sehen wir es ist nochmal. natürlich eine gute Flanke und dann dieser wunderbar gefühlvolle Kopfball über Ja, den Torhüter Glück, hinweg. bisschen Glück dabei. Erstes Saisontor für Fabio Silva in der Liga. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen Sie dranbleiben. Oh, was war das denn für ein schrecklicher Fehlpass da von Kalavinga? Ah, vielleicht geht da noch was. Der Ball Nee. verläuft, keine gute Aktion. Das Schalke macht jetzt hier gerade Druck. Da nimmt er Ja, ihn den Ball zweiter ab. Ball Ist gehört der leider Weg? nicht zu uns. Jetzt nochmal. Der Konter. Nee, wird abgepfiffen. Wir Ein führen Tor. knapp mit 1 zu Dann können 0. Sie einfach nur so weiterspielen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Na, jetzt müssen Boden. Sie aufpassen. Schießt. Ah, daneben. Chance vergeben, den Vorsprung auf 2 Tore zu erhöhen. Hoffentlich weichen Sie dieser Möglichkeit nicht noch nach. Au, da muss er wohl runter. Sieht mir nicht nach. Ist das der Ausgleich? Der Ball Ja, im Tor. da ist das 1:1, was die Schalke hier redlich verdient hat. Wir haben nichts Und mehr dann den Ausgleich geschafft. nach vorne gebracht. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Gibt es hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Freistoß für die Schalke. Schalke 04. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 24. Conor Coady. Was machen die denn da? Die Nummer 19. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Also das ist für mich eine gelbe Karte. Kontersituation wurde hier richtig mies verhindert. Ja, come on, Alter. Wird hier höchstwahrscheinlich bei einem Unentschieden bleiben, das absolut gerecht ist, muss man schon sagen. Von uns kommt gerade gar nichts mehr. So, letzte Möglichkeit. Vielleicht die Konterchance. So, letzte Möglichkeit. Du musst das in der Ruhe machen, sonst verlieren wir dieses Spiel. Nee. Bleibt beim Unentschieden. Das war die hundertprozentige Chance. Schalke hat sich das Remis deutlich verdient. Von uns kam fast gar nichts nach vorne. Schade. Das erste Mal Punkte liegen gelassen in dieser noch jungen Saison. So, dann geht es jetzt gegen Frankfurt im Pokal in der zweiten Runde. Sollte eigentlich eine machbare Aufgabe sein. Das hier ist unsere Startformation. Ja, sieht gut aus, würde ich sagen. Gehen wir direkt rein ins Spiel. Bis gleich. Verletzung ist er wieder Wir in der sind live Startelf, dabei, genau. bleiben Sie dran. Willkommen hier in der Volkswagen Arena, liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie herzlich zu dieser. Hey, Über ihn Lori. wurde vor diesem heutigen Spiel viel gesprochen, denn er ist heute nach einigen Wochen Verletzung. Ist es das? Das macht er gut, den Bordus. Ball hält er fest. Guter Vorstoß, kann was werden. Und Bordus macht ihn Kein nicht. Tor. Da blocken Sie Wieder den da Ball. noch keine Karte. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären.
Almada geht. Und jetzt macht den 1:0 ausgekontert nach einem Freistoß, wie so oft. Und dann führen wir 1:0, was auch völlig verdient ist. Wir sehen den Konter und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ist das ein Jung? Ah, da verpassen. Boah, du's. Almada nochmal. Zwei Distanzschüsse, aber. Und der Ball geht ins Nirgendwo. Und damit gehen wir mit einem 1:0-Führung in die Halbzeit. Hätten noch 2 oder 3:0 führen können, wir unsere Chancenverwertung ist sehr, sehr schlecht. Da steht die Abwehr sicher. Sie geben den Ball ab. Schöne Aktion. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für den VfL Wolfsburg. Dann geht es zu Hause gegen die Bayern. Und diese Partie sollte sich kein Fußballfan entgehen lassen. Ball draußen wird Einwurf geben. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Ein weiterer Abwehrspieler steht bereit. Ja, nachvollziehbar. Mit der Führung im Rücken geht es natürlich um Stabilität in der Defensive. Und da soll er jetzt helfen. Sie holen sich den Ballbesitz. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ryan Sessegnon. Das könnte was werden. Ah, schade. Und da sehen wir, mit wem es die Frankfurter in Kürze zu tun bekommen. Buschi. Ja, es geht gegen die Hertha im nächsten Bundesligaspiel. Könnte der Ausgleich sein. Das war knapp. Daneben. Wieder eine gute Chance für Frankfurt. Das häuft sich jetzt auch langsam. Das sehen wir nochmal mit einem Distanz. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Also wie gesagt, das steht ja auch nur 1:0. Und da ist Ludwig und der macht's. 2:0, das müsste es jetzt gewesen sein. Ich wollte gerade schon sagen, steht nur 1:0 und Ludwig, der Joker, macht den jetzt. Glück gehabt. Christian Ludwig mit seinem nächsten Tor. 10 Minuten sind. Ach. Wird's jetzt gefährlich? Klasse aufgepasst, er hat den Ball. So, das dürfte jetzt eigentlich der Sieg sein. Ist die Frage, ob noch 2:0 oder nicht. Und es wird nicht 2:0. Ich habe es gerade gesagt. Und ja. Jetzt steht hier 2:1. Eine enge Kiste. Ärgerliches Gegentor. So, und da wollen Sie jetzt natürlich auch ein klein wenig auf Zeit spielen. So, und jetzt ist es amtlich. Wir sind in der nächsten Runde. Quasi die dritte Runde.
Aber dieses späte Gegentor, das nervt mich ungemein. So, dann sehen wir uns gleich bei der Tabelle. So, da werden wir dann auch jetzt bei der Tabellensituation. Also, ja, das erste Unentschieden kostet uns quasi die 4-Tore-Führung. Berlin ist nämlich wieder jetzt 2 Punkte auf uns. Das bedeutet, die können und könnten uns theoretisch nächstes Spiel einholen. Und ja, Augsburg, Berlin, Mainz immer noch auf dem Abstiegsrennen. Leverkusen arbeitet sich so langsam nach oben. Gut, das war's mit der Folge. Lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich natürlich freuen. Bis zum nächsten Mal, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ciao.